Hallo zusammen, es geht weiter mit der zweiten Folge zu Prey, und zwar dem Original Prey aus dem Jahre 2006. Gepatcht mit der letzten Patch-Version 1.4 aus 2008 war das gewesen. Also ich habe es ja schon im ersten Teil gesagt, Prey, eins der wenigen Spiele, die ich komplett durchgespielt habe, weil es einfach so innovativ war und die Story mich gefesselt hat. Ich mochte das Setting und das Layout, also alles hat wunderbar gepasst letztendlich. Und wie gesagt, es war besonders innovativ, weil es viele Spielelemente mit reingebracht hat, die es bis dato nicht gab, und auch Sachen, die von anderen Spielen dann danach übernommen wurden. So, genug geredet, jetzt gehen wir mal weiter. So, da sind wir wieder. Achso, muss erst laden. Dachte gerade, ich kann mich nicht bewegen. Bildschirm eingefroren. Jetzt geht das wieder. Gruseljogger, wie gesagt, nichts für zarte Gemüter und ich würde auch sagen, nicht unter 18 Jahren. So war auch die USK-Empfehlung damals gewesen. Wie die das heute beurteilen würde, weiß ich nicht. Also heute sind die Kids ja einiges mehr gewohnt als zur damaligen Zeit. Da waren wir ja alle Weicheier gewesen. Das klingt schon recht gefährlich hier vorne. Gut, ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren, wo es denn weitergeht. Linke Maustaste benutzen. Halt still. Ah, genau, okay. Das ist meine echt coole Alien-Waffe, würde ich sagen. Wenn man beachte. Was ist das denn? Manchmal kommt es raus, also wenn ich zumindest die Zielvorrichtung benutze, dann kommt hier gleich sein Auge auf mich zugeflogen. Achtung, ich muss mal kurz. Zack. Also so ein Auge in der Waffe, was so ein Krakenauge, was sich dann an mein Auge klemmt, richtig eklig eigentlich. Und ja, das Visier sieht außenrum auch ein bisschen blutig aus irgendwie, also eine richtige, typische Alien-Waffe halt, würde ich mal sagen. So, was soll ich hier benutzen? Das Vieh? Nein, soll ich nicht. Da ist wieder alles der Portale, wie gesagt, also war damals total innovativ, gab es überhaupt nicht in keinem Spiel, damals gab es auch noch kein Portal von Valve. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Gut, ob man möchte es nicht. Ach, da soll ich was benutzen. Ah, hier gibt es Mun. Sehr schön. Gut, ich laufe nochmal rum, um das nochmal zu zeigen. Also hier so eine magische Kiste quasi im Portal, und wenn wir da reinlaufen in diesen Spiegel, so wie es hier aussieht, dann kommen wir halt in ein anderes Gebiet rein, ein anderes Level rein. Zack, da sind wir auch schon. Zurück geht's nicht. Kommen wir nicht mehr rein. There's no way back, wie der Unmelder sagt. Ach, und das war ja auch richtig geil, genau. Ich erinnere mich. Da kann man nämlich auch rein, da muss wahrscheinlich sogar, und ist das dann wie so ein kleiner Mond oder Gesteinsbrock im Weltall, auf dem man rumläuft. Das sieht man dann auch. Momentan kann ich hier noch nichts machen, wie es aussieht, aber ich bin mir sicher, über kurz oder lang landen wir in dieser kleinen Glaskiste hier, in dieser kleinen Glasvitrine. Können wir was machen? Da ich keine Alienhand habe und auch keine Alienhandhaut oder irgendwas, keine Finger, geht da nichts. Ah! Aua, geht auch nichts, also müssen wir wieder hier rein. Da rein fällt man da tief. Ach, ich glaube, das war so ein Gravitationsdings jetzt hier. Ach genau, und jetzt sind wir in diesem. Oh my god! He's a giant! Nein, er ist kein Giant, wir sind sehr klein jetzt. Können wir die Box gedrückt machen? Kommen wir rein. Oh shit! Ja, das wird groß sein. Würde ich sagen, sondern weil es echt. Ich weiß nicht, warum sich kopiert wurde, das zumindest. Also, gut, kopieren ist ja immer gut, aber ich finde es so geil gemacht. Wie gesagt, wir reden über ein Spiel aus dem Jahre 2006. Da müssen wir jetzt rein, in dieses Loch, um wieder rauszukommen, glaube ich. That was fucked up. Ja, also, no. Ich übersetze es mal. This is fucked up. Ja.
Eitelfaktor hoch 10 in diesem Spiel. Man läuft quasi durch so eine Art Gedärme rum, aber es ist halt kein Gedärme, sondern ja, vielleicht auch die Därme des Raumschiffs, in dem wir gerade unterwegs sind. Das ist das krass, ne? Überall Portale, also wirklich wie ein Portal. Okay, wir sollten natürlich mit diesen Fäkalien versprühen lassen, das geht um unsere Gesundheit. So, jetzt sind wir durch das Ding durch, das ist ein kleines Rätsel zu schauen. Da müssen wir aufpassen. Wir hochkommen normalerweise nicht, das ist eine Konfrontation zu verhindern. Schnell vorbei hier. Beschissene Situation, er hat mir zugeschissen von allen Seiten. Richtig, warten wir mal kurz. Schnell vorbei. Ich bin gesund. Jet, I'll find a way to get you off that thing! Ich will dir helfen, ich will dir helfen, ich will dir helfen. How do I stop you? Mal gucken. Da fällt er aus. These bastards will pay, Grandfather. Yeah. I promise. Yeah. Das würde ich. Genau, der ist ja leider schon, den hat's leider schon erwischt. Den Grandfather. Weg von mir, die Fee. Und was ist das? Da ist irgendein Mensch oder ehemals Mensch in so einem Art Kokon. Kann ich nur fragen, mein Gott, ja. Da ist eh alles zu spät, glaube ich, bei dem, da ist nichts mehr zu retten. Ich bin ziemlich verzweifelt. Ja, sorry, ich muss nochmal eine Gym gucken, ich kann jetzt. Da ist wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Ob es da irgendwas zu holen gibt. Oh mein Gott, ist dieses Spiel geil, oder? Gut, das ist wieder ein Magnetband. Wahrscheinlich müssen wir da lang. Genau, weil die Tür verschlossen ist. Das war ein F-Turn. Und das Mutter Erde, die sie hier ins Visier genommen haben, hier die Kollegen. Den Überblick, ich glaube, da haben wir gelesen. Genau. Ja, tut mir nicht leid. Tut mir wirklich leid. Ich sag das nicht nur so. Ich meine das auch so. Da ist wieder so ein Schalter. Oh Gott, ob das gut war. Where in the hell am I? Okay, wir haben so eine Art Rollladen aufgemacht, dass man so ein bisschen das von der Außenansicht bzw. sieht man hier nach innen an sich zu gehen aus in so einer großen Weltraumkugel oder was auch immer es hier sein soll. So in der Innenraum, ein Todesstern oder so was gehört. Das ist wohl das Gebilde des Raumschiffes auch immer, wo wir drin gefangen sind, so scheint es zu sein. Also es sieht nicht gut aus für uns. Magnetband, Achtung, Gravitation, wir bewegen uns.
Rückwärts, links, springen, ducken, auswählen, ich nehme alle, die auswählen, die man nicht macht. Und mehr gibt's nicht, oder gab's nicht zu der Zeit, wahrscheinlich. Fühle. Wieso steht jetzt hier wieder 1680-2050 drin? Am Anfang war es, also im Film gewesen. Das ist ein bisschen strange irgendwie. Okay, also Rennen scheint es nicht zu geben. Aber eine Ausweichrolle können wir machen. Beziehungsweise durch die Ausweichrolle bin ich jetzt hier von der Magnetband runtergefallen. Gott! Jetzt dreht der mit sich rum. Gesundheit regeneriert sich. Schwieriges Wort. Langsam scheint mir von selbst auch. Das hilft natürlich ein bisschen. Bastards! Ist einer kopflos. Jetzt hier so rumflogen ist. Keine Ahnung. Das ist ein Wabbelei. Das ist doch gut. Das ist doch richtig gut, zumindest ein bisschen was. Gibt's hier noch mehr Gesundheit für mich? Da gibt's noch. Sollen wir es zerschießen? Das ist eine gute Idee. Also war keine gute Idee. Schweigendes. Ekliges. Wackeliges. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Hier muss man wahrscheinlich so ein Ei vor die Tür rollen, um das mit der Explosion, um diese Tür dann zu öffnen, letztendlich. Weil Magnetband hier ist nicht eingeschaltet, da kann man nicht hochlaufen. Mein Gott. Grusel, Rätsel, Shooter, das ist ja alles vereint in diesem Spiel. Ne? Jetzt muss ich jetzt ein ekelhaftes Ei von mir rollen. So ein Mistkäfer. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Spiele, das muss man sagen. Ich spiele ja gerade auf Farm Together. Das ist wirklich so zum Entspannen. Entspannende Gitarrenspiel da zu hören und einfach komplett ohne Schusswaffen, ohne Gewalt. Einfach ein bisschen farmen und das Wetter ist schön und alles ist schön. Und hier ist alles scheiße. Gut. Gehen wir die Thematik mal an. Okay. Mein Herz bucht schon wieder. Meine Güte. Also im Spiel das virtuelle Herz, meine ich. Aber ich sehe keinen Gesundheitstrank mehr.
weiß, da müssen wir durch. Hab ich hier noch so ein... Are you hurt? Mental gehört. Ah, this looks safe. Genau das macht mich... unsicher. Das ist wahrscheinlich auch ironisch gemeint, gehe ich davon aus. Safe sieht nicht gerade aus. Aber wir können ja nicht rennen. Aber. Das ist ja sonst keine Möglichkeit. Tür geht nicht auf. Wunderbar. Nächstes Rätsel. Was müssen wir jetzt tun? Wieder zurück und dann. Das sind jetzt kein Schleim vor der Tür, den wir wegspringen müssen. Hier runter springen ist auch keine gute Idee. Wird auch nicht gehen. Hey, was ist denn jetzt hier? Also mal zurück. It is time to let go of the mortal world, Tommy. Time to become a part of the sacred fire. Let go, now! Ja, da ist es, das nächste geile Spielelement. Come, Tommy. Join me. Grandfather? What is this? Where am I? Talon will guide you. Talon? It can't be. Ich hab grad ein bisschen Gänsehaut. Aber ist das nicht geheim? Wir fallen in einen sicheren Tod und sind jetzt in der Geisterwelt, in dieser indianischen Geisterwelt gelandet. Und müssen jetzt unserem Falken oder Adler, wie es ist, folgen. Den Talon. Oh, da fliegst du hin, Talon. Ich folge dir. Das Vater hat gesagt, es soll dir folgen. Silugi. I saw you die. Where? Where am I? This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. The land of the... All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? Your spirit guide, Talon, brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now you must embrace your heritage if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble. I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. Ich finde auch die Dialoge so geil in diesem Spiel. Das ist so geil vertont. Und der Himmel sieht für damalige Verhältnisse auch schon richtig nice aus, oder? Ich bin nach wie vor begeistert. Ich bin mir ziemlich sicher jetzt, dass ich das Spiel nochmal durchspielen werde. Und ob ihr wollt oder nicht, ich werde wahrscheinlich zu allem noch eine Folge machen, also das Spiel komplett hochladen, wenn ich es dann irgendwie durchhabe. Weil ich finde es einfach so geil und ihr müsst einfach dran teilhaben. Hier oben sitzt unser Talon, den wir als kleiner Junge haben sterben sehen. In der Geisterwelt, in der Parallelwelt. Sind alle wieder da. Großvater ist wieder da, der Talon ist wieder da. Was haben wir hier? Trinkbecher oder was? Okay, da sollten wir schon mal nicht hin. Das ist eine Wandmalerei. Indianische. Da ist der Falke auf dem Beyond Stein. This door is a test. Oh Gott, ich mag keine Tests. Thank you.
What the hell is this? Let me out of here. I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your earthbound shell, Demasi. Let your spirit carry you where your body cannot pass, through the fire. Ist das geil, oder? Ich find's mega. Achtung. Richtig. Genau. Jetzt sind wir in unserem Paralleluniversum. Und mit dieser Eigenschaft, die er jetzt hat, kann er dann Übergänge brücken, was weiß ich. Eingänge sehen, die er halt in seinem normalen Leben nicht sehen kann. Das ist auch ein Spielelement, was halt im Spiel noch zum Tragen kommt. Richtig, richtig geil. Ich kann mich nur wiederholen. Das Laufen und das Feuer, Achtung, was passiert. Gut. You may now return to your body. Okay. You have learned well. No mortal obstacle can stand in the path of your spirit. You become like chameleon who moves unseen, invisible. Okay, I've passed your little test. Send me back. First, you must master the bow. You must learn to fight. Not a problem. The army taught me to kill, remember? You fought in white man's wars. With white man's weapons. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit cave. Geil, 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 geil. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob man das Spiel noch käuflich erwerben kann irgendwo. Zumindest auf Steam habe ich es nicht gesehen. Und Amazon, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob man es noch bekommt. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Holt's euch, das ist eins der besten Spiele ever, würde ich sagen. Absolut. Ich will wieder in die Parallelwelt jetzt hier, um an den Bogen reinzukommen. Sieht fast so aus. This bow is the weapon of your spirit form. But your bow must be replenished. Claim the spirits of your fallen enemies. There is still much to learn. The power of the Dark Ones grows ever stronger. I don't have time for this. Jen needs me. As you wish. Kallen will guide you. He will become your eyes and ears. Heed his warnings well. Ich bin so begeistert. Ich hab die Maus nicht angehabt. Appearing is from nowhere. What? Who said that? It understands me. Curious. This human is a mystery. Find him. Oh Gott. Ich muss die Seelen ansammeln. Ich hab's keine Knochen mehr dran, muss gestehen. Und den muss er wahrscheinlich wieder irgendwo hinsammeln. Ich vermute mal, da muss man durch. Komm, guck mal, ich will dich aufsammeln. Kein Spaß hier durch die Gedärme zu kriechen die ganze Zeit. Zum Glück haben wir kein Geruchsvideospiel oder sowas. Ich möchte es halt nicht mehr. Dann
jetzt schon alles sehen. Da ist unser Falke. Okay. Gut, rein geht's ins Loch. Das ekelhafte Fleisch, das stinkt. Let your spirit carry you where your body cannot pass. Genau. Also der Falke, der Geist, das ist Leitung, wo wir in der Städte gestellt quasi nicht durchkommen. Wir haben jetzt so eine Energiestange, da kommen wir nicht durch. Haben wir wahrscheinlich gedrillt oder irgendwas. Der Falke. Also wechseln wir mal in die Parallelwelt. Dagegen laufen. Aua. Aua. Nix. Ach, da müssen wir einen Schalter betätigen wahrscheinlich. Das ist jetzt unser Falke, der uns jetzt hier betragen. Tatisch, zeitgestellte Stimme. Ich glaube, wir haben ziemlich schlaue Anmerkigkeit. Hi, Falke. Wie heißt du nochmal? Taylor. Und jetzt, ah, guck. Da ist auch so eine schiefe Ebene. Wenn wir jetzt hoch können. Und die sehen wir auch nur in der Parallelwelt. Also in der Geisterwelt. Wenn wir das zurückschalten, jetzt mache ich mal schon. Ich werde tatsächlich ganz zurückgebunden. Ich tue jetzt gar nicht. Wollte ich eigentlich gerade zeigen. So sieht man es auch. Da sieht man sie nicht, die Schäden eben oder diesen Aufgang. Da sieht man es. Deaktiviert. Jetzt. Ach, da schwebt auch mein Körper rum, genau. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ah, richtig cool, ja. Gehen wir zurück. Jetzt sind wir natürlich mit unserem Körper drin, können wir hier durchlaufen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es hier weitergeht, weil die Tür mit Sicherheit nicht verschlossen ist. Aber wir wollen ja noch. Also. Wenn man dem Spiel den Gefallen wieder auf, sondern die Sachen rein. Ja, da schweben wir wieder unseren Körper. Dann gehen wir zurück. So, jetzt laufen wir durch die Tür. Ist das geil oder ist das geil? Und ist das endlich? What the? Brother, there are enemies ahead! Wait, come back! Ich sag's euch, wenn man dieses Spiel alleine nachts im Dunkeln spielt und hinter sich vielleicht auch eine offene Tür hat, und dann solche Momente kommen eben gerade, wo einer da einen plötzlich anspricht, und da kommen noch viel bessere Momente, Schockmomente im Spiel. Da hatte ich dann früher zu dem Zeitpunkt, war schon ein bisschen jünger gewesen natürlich, ne? Dann mal schnell den Rechner ausgeschaltet und habe mich dann unter der Bettdecke verkrochen. Bei meiner Frau, damit die mich dann beschützen muss. Hab ihr das natürlich nicht erzählt, ist ja klar. Ne? Bleibt unter uns. So, Falke, ich glaube, da müssen wir wieder durch und Schalter betätigen auf der anderen Seite. Ist das hier für Kollegen böse oder gut? Bogen hat richtig Bums. Aber hier gibt es glaube ich keinen Schalter durch dieses Ding zu einstellen. Beziehungsweise der Falke zeigt es mir natürlich Ding aus. Wir gehen jetzt wieder zurück und laufen zurück. Was sagst du?
natürlich gerne allen helfen, aber ich komme nicht weiter. Solche Schleuse zu machen, vielleicht soll das da keinen mit hinkommen. Da kann ich. Wer schießt denn da? Ich glaube, ich mag den Band. Aus. Natürlich hochlaufen. Manchmal kann es sein, einfach, wenn man so die Gravitation eigentlich gewohnt ist. Ach so, ist zwar ein Spiel, aber man denkt, da kann wieder anders fallen oder anders kommen. Oder wie auch immer, auf jeden Fall, jetzt kommt ja wieder so ein kleines Spielchen, wo man die Gravitation umschalten muss. Den Schalter muss ich hier betätigen, damit ich dann auf die nächste Plattform falle über mir. Wo ist denn so ein Gravitationsschalter? Sag mir, was ich tun soll. This is definitely weird, but it could come in handy. Okay, wir müssen also einfach in die Geisterwelt wechseln. Bei Falke, ich würde gerne die Waffe aussehen. Das ist echt weird, das kann man nicht so sagen. Da fährt man echt die Übersicht, den Überblick. Sind wir jetzt hier schon durch oder hätten wir es nochmal? Ich glaube nicht. Dann sind wir hier gekommen. Okay, wir gehen nochmal zurück in die Parallelwelt. Normalerweise bin ich ja kein großer Freund von Rätselspielen, aber bei denen ist es nicht zu schwer. Zumindest habe ich es dann nicht geschafft, das durchzuspielen. Ich gehe mal davon aus, dass ich es diesmal wieder schaffe. Durch. Sehen wir unseren Körper da vorne. Okay, das heißt, die Plattform ist jetzt gerade richtig. Ich muss unseren Schalter betätigen und dann schlägt die Plattform auf. Probieren wir es aus. Schnell zurück. Nein, uns bin ich gehüpft. Das wollte ich gar nicht. Schade, das heißt, wir müssen es nochmal machen. Das ist unser Champ. Aber diesem Spiel verzeihe ich es natürlich. Können wir jetzt mal schauen. Zurück. Das verstehe ich hier gerade nicht. Das verstehe ich nicht. Die Plattform ist jetzt hier angedockt. Gewesen, wir müssen da drauf fallen, also die Projektion wieder umkehren. So,
dann da rüber. Theoretisch auch dazu bringen, das aufzubringen. Nein, das ist so unruhig. Grübel und studiere, was ist die Lösung jetzt hier? Help, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. I need somebody. Fahrkarte sozusagen, um da runter zu kommen. So schwer kann es nicht sein. Ich stelle mich bestimmt mal ganz gut an gerade. Check, ich höre dich, ich höre dich. Ich würde dir auch gerne helfen. Da komme ich nicht durch. Wie komme ich da auf diese Plattform? Weiter, ich weiß es gerade nicht. Das muss aber so irgendwie funktionieren mit dieser verschiebbaren Plattform. Mist. Ich kann es nicht mehr hinstellen, wir müssen irgendwie
Radiation und das Ding auf. All right, maybe Anissi was onto something. Alright, this'll rock some shit. Okay. Though your body is broken, Damasi, you are not yet defeated. You must restore your spirit and return to the land of the living. You must battle the dishonored dead. Sorry, dafür ist Sauber. Staubsaugen, was? Das ist auch schon so.
So, ich glaube, wir müssen aber so langsam mal Schluss machen, dass die Folge nicht so lange wird. Gesund. Spiel gespeichert, ne? Da sagt sie, das ist doch genau der richtige Get. Genau der richtige Point zum Saven, zum Beenden. Das ist dann Kind, oh mein Gott. Das ist echt bitter. Oh Gott. Oh, this can't be good. Leute, ich bin gerade ganz hart. Wir schalten jetzt hier mal aus und ich werde gleich mal ein bisschen. These ghostly abominations were not here before your sudden return, human. Interesting. Okay, Leute. Also, falls ihr jetzt kurz davor seid, ins Bett zu gehen, dann wünsche ich euch süße Träume. Und wenn ihr Interesse daran habt, das Spiel weiter zu gucken, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen da, dass ich das Feedback eben auch habe, dass der überhaupt eben Interesse hat. Aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Das Spiel ist so geil, da muss man einfach Interesse dran haben. Also würde mich freuen auf einen Kommentar oder über einen Kommentar oder einen Daumen auch natürlich. Lässt ihr ein Abo. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao.